Wenn Journalisten bei Presseveranstaltungen waren, bekommen sie heutzutage gerne sogenanntes B-Roll-Material mit. Ausgewählte Videoszenen wie diese hier. 3 Minuten und 53 Sekunden aus Might and Magic Heroes 6. Von Ubisoft zur Verfügung gestellt unter der Bedingung, dass ein Sprecher das Geschehen kommentiert. Tja, und ich würde gern all die Neuerungen kommentieren, die Ubisoft uns gezeigt hat, aber dieses B-Roll-Video enthält, versteht sich, keine einzige davon. Stattdessen begleiten wir hier den Herzog Slava beim Ritt durch das Tutorial-Level und sehen im Wesentlichen all das, was in Heroes 6 genauso funktioniert wie im Vorgänger. Rundenbasiertes Erforschen der Levelkarte, hier, aha, ein Sägewerk, da gibt's Ressourcen, aber davor parkt wie gehabt ein Feindgrüppchen, also ab in den Kampf. Ja, und der funktioniert wie eh und je, gibt also wenig dazu zu sagen, deshalb werden wir im Rest dieses Videos logischerweise noch sehr viel mehr Kämpfe sehen. Unser Held Slava auf der linken Seite gehört zur Zufluchtfraktion, also grob gesagt den Menschen. Diese Speerkämpfer heißen Prätorianer und sind bereits die verbesserte Version einer Grundeinheit der Wächter. Von hinten greift die Priesterin mit ihrer Spezialfähigkeit ein, sie kann verletzte Einheiten heilen. Außerdem haben wir noch Armbrustschützen dabei, unsere einfachste Fernkampfeinheit. Und wir sehen, der freut sich über seinen Abschuss. Die Prätorianer sinken hernieder, Heroes 6 legt viel Wert auf Animationen, die von Heroes-Veteranen nach kurzer Zeit sowieso abgeschaltet werden, weil sie zu lange dauern. Gut, jetzt wäre es an der Zeit, sich mal einen Kampf anzuschauen. Wasserelementare? Ja, okay, warum nicht? Zumindest zeigt uns diese Szene, dass sich der Entwickler Black Hole durchaus Mühe gibt, die Schlachtfelder optisch ansprechend zu gestalten. Der Engpass in der Mitte ist auch taktisch interessant. Apropos Optik, bei den Angriffen gibt's immer mal wieder kurze Nahaufnahmen wie diese hier, wo man den Einheiten beim Scharmützel zusieht. Kann man abschalten. Zurück auf der Karte und hier rechts gäbe es jetzt einen der neuen Außenposten und damit einiges zum neuen Territorialsystem zu sagen. Aber links stehen Erdelementare und hey, da könnten wir doch mal einen Kampf anschauen. Ja, das hier, das sind Erdelementare. Die gibt's im Spiel auch wieder. Wollen Sie was über das Territorialsystem hören? Ja? In Heroes 6 ist die Karte in Territorien unterteilt und in jedem Territorium steht entweder eine Stadt oder ein Außenposten. Alle Minen in einem Territorium gehören automatisch dem Besitzer der Stadt. Man kann fremde Minen zwar besetzen, indem man einen Helden reinstellt, aber sobald er wieder weggeht, verliert man die Mine. Erst wenn man die Stadt erobert und damit das Territorium übernimmt, gehören einem auch die Minen. Das bedeutet, dass sich die Eroberungskämpfe auf Städte und Außenposten konzentrieren, das Katz-und-Maus-Spiel um Minen entfällt. Aber wen interessiert das alles? Hier werden Erdelementare bekämpft. Hübsche Animationen. Man darf B-Roll-Material übrigens auch schneiden. Sie verzeihen uns, wenn wir genau das jetzt tun und ihnen weitere 24 Sekunden Elementarkampf vorenthalten. Ah, nun sehen wir doch eine der Neuerungen im Spiel und zwar halten sie sich fest in einem Kampf. In Heroes 6 gibt's nämlich erstmals in der Serie Bosskämpfe wie hier gegen Mutter Namtaru, eine magische Riesenspinne. Unser Held in diesem Einsatz ist Kirill, der Protagonist der Inferno-Kampagne. Entsprechend hat er in seinem Gefolge Höllenhunde, Juggernaut, Tsukubi und andere Dämonen. Jeder Bosskampf soll taktische Besonderheiten haben, hier sind es diese blau leuchtenden Felder. In denen erscheinen nach und nach solche Geister hier, mit denen die Ekelspinne ihre Lebensenergie wieder auffüllt. So viel zu dieser B-Roll, jetzt vielleicht nochmal schnell das Heroes-Logo sehen. Ah, bitteschön, geht doch.